Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Hochhaus. Will er mal, also es gibt ja wie gesagt bei mir bloß Hochhaus oder eben halt Bau. Und wir sind 2 Tage vor Ort. Habe ich mir gedacht, wir werden ein bisschen Munition verschwenden. Ich habe ja so viele. Ist wahrscheinlich eine ziemlich dumme Idee. Aber für so eine Idee bin ich ja bekannt. Also quasi alt beim Alten. So. Oder haben wir was anderes geholt? Hohes Haus. Liebe Geschwollenen. Ein Inakter. Entschuldigung. Ich weiß, wie gesagt, Film geschädigt. Oder in der Hinsicht Comedy. Comedy der 80er. Warum sind denn hier keine Zombies? Wahrscheinlich ganz gut so. Ich könnte auch... Warte mal, wir werden mal wissen, was... Sag mal, da hinten ist ja diese Waffenfabrik. Oder so. Es wäre ja nicht so schlecht, wenn wir da vielleicht mal reingehen. Weil es wäre ja durchaus möglich, dass wir da Munition finden. In der Waffenfabrik. Ist nicht undenkbar, ne? Ich halte das für eine gute Idee. Und das ist jetzt schon wieder... Das muss denn auch keine gute Idee sein. So, das da hinten, da, was da... Das ist doch eine Waffenfabrik. Ich habe schon lange keinen Puma mehr gehabt. Oh, ne? Was mir jetzt gerade ein bisschen Sorge machen tut, ist, dass hier das ziemlich wenig Zombies hier unterwegs sind. Die konzentrieren sich gerade. Also nicht so, oh, ich muss jetzt das muss ich unbedingt machen, sondern die konzentrieren sich massenmäßig. Auf jeden Punkt konzentrieren sie sich. Und dann komme ich da um die Ecke und dann krieg ich eine volle Möhre. So, da ist ja unser Experiment von damals. Das, was übrig geblieben ist. Ich will da jetzt auch nicht rein, weil da sind jetzt nämlich auch Zombies drin. Und wenn die den Rest kaputt machen, ich glaube nämlich nicht, dass das Haus noch lange da stehen bleiben tut. Stehen bleiben würde. Es sieht sehr instabil aus. Sagen wir mal so. Hier könnte natürlich auch Munition drin sein. Oder besser gesagt, ist so ja Munition. Und zwar da drin. Aber ist eine gute Idee. Auf jeden Fall ist es kleiner als das Ding da. Ups, Entschuldigung. Es wäre möglich. Das haben sie gehört? Echt? Ich hab bloß mal kurz so... Nee. Gut, kommt her. Ich hab da was für euch. Ich hab da was für euch. Intakt. Okay. Lalala, hallo, Kumpel. Na? Und ich hab die Bandagen nicht mit bei. Juhu! Doch, ich hab. Keine Panik, Kabin. Alle Dude. Ja, neben Armeegelände zu schießen, wie es selbst. War blöd. War ein Kabin. So. Gut, erschrocken habe ich mir schon mal. Also die Hose ist eingearbeitet. Wir können. Verdammten Zombies. Na los, komm. Lolo. Hallo.
Cabin, der ist ja schon tot gewesen. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Alter, die ist geil. Oder Icke. Icke oder die Knarre ist geil, ich weiß es nicht. Ach, das ist unter uns. Gib mal, kann mir so, ja, das Zeug schon jetzt so holen? Hallo? Hallo? Ich gehe schon mal raus. Er wollte auch gerade raus, aber ich bin ihm voraus. Die springen da auf dem Dach rum. Ich werd bekloppt. Links, rechts, geradeaus. Wahrscheinlich kommen sie gleich von hinten und nehme ich Maß. Guido Maß. Es ist aber machbar. Auch für ein Carbine. Da kommt der nächste. Du hast da was verloren. Dein Arm. Mann, der ist ja Arm dran. Nee, Arm ab. So rum. In den Schritt. Gut, ich hoffe, dass das jetzt munitionstechnisch mäßig auch gut ist. Pass auf, gleich kommt eine ganze Traube hier rum, mir pest um die Ecke. Das wird nicht gut enden. Muss es aber auch nicht. Hauptsache, ich hab meinen Spaß. Hallo? Und den werde ich haben. Munitionsverschwendung. Einkommen. So. Gut, wenn, dann müssen sie ja von da kommen. Ich höre sie schon. Da sind sie. Pat und Patter schon. Und seine Tumpels. Ab und zu mal nachladen. Kann nicht schaden. Alter, die Schrotze, die ist so geil. Jetzt auf einmal, oder was, Carbin? Ja, jetzt, wo ich sie brauche. Ich kann doch die andere Munition nicht verbrauchen. Die doch nicht. Auch ein Carbin muss mal sparsam sein. Also für meine Verhältnisse sparsam. Hallo. Hallo. Ich bin's. Ich war schon mal hier. Interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Und ich gehe mal hoch. Kommst du mit? Wahrscheinlich ja. Knie nieder vor Sort. Oh, er ist ja nicht alleine. Hallo, ich bin hier. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Gib mal, die beten vor mir. Hallo? Warte mal, ich muss mal kurz nachladen. Danke. Sehr, sehr liebenswürdig. Kommst du her? Bleib mal ganz ruhig, Junge. Du sollst ruhig sein. Ich hab grad hier zu tun. Hier sind Zombies. Achso, bisher selber einer. Gut, ich sollte erstmal die Tür zumachen. Ich würde zwar die nie aufhalten, aber gib mir ein besseres Gefühl. Vor allen Dingen, wenn es von hier kommt. Nö. So. Oh ja, die werden von da kommen. Erscheinen. Tun. Werden sie. Gut, die Tür mache ich zu, aber die ist offen. Löft. Es löft bei dir, Carbin. Hallo? Hallo? Keiner da. Das ist eine Rakete und keiner ist da. Ich mach mal kurz lauter. Ein kleinen Tick. Weil ich höre die nämlich nicht. Also nicht so richtig. Und wenn ich sie schon nicht höre, könnte es sein, dass ihr sie auch nicht hört.
Er trägt, wenn sich ihn erschrecken tut. Sag mal, Kutzi. Das ist leer. Ach so. Nimm ich erstmal mit. Übrigens, wir haben schon Villa. Eine MP5. Habe ich die jetzt repariert? Ja. Gut. Hallo? Moins. Kommen Sie hoch? Kommen Sie mal bitte hierher. Hier hin. Nicht so schnell. Jeder darf. Kann. Muss aber nicht. Oh. Ja, du auch. Ja. Ja. Was ist denn mit denen? Ja, siehst du, hättest mal ein bisschen abgenommen, Junge. Aber ich bin, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, Junge. Oh, Alter. Hör auf, mit deinem Fuß zu wackeln. Du machst mich nervös. Gut, 7 Schuss Munition. Das ist, okay, besser als nichts, wa? Oh, ich wollte gerade sagen. Also bis jetzt läuft es besser, als ich gedacht habe. Bis jetzt. Hat nichts zu bedeuten, weil ich bin mit über 1000 Schuss hierher. Was haben wir jetzt denn noch? Oh, lala. Hallo? Ja, ist doch gut. Warum hatte ich denn jetzt auf einmal die Dings in der Hand? Warum habe ich jetzt die in der Hand? Und jetzt hat die. Verwirrt. Ich habe ihm doch ja nicht Waffenwechsel gedrückt gehabt. Warum hat er das hier gemacht? Ich weiß es nicht. Das hätte aber schief gehen können. Zum Glück kommen sie in Reihe und Glied. Ich sag euch, das ist das Beste, was passieren kann. Na? Willst du nochmal? Alter, ist das ein Massaker. So. Gut, dass ich ganze 3 Tabletten mitgenommen habe. Ich werde die trotzdem nehmen. Und warum? Weil ich kann. So, habe ich jetzt auch das Wasser ausgepackt? Nee, habe ich nicht. Oh, Alter. Schwein gehabt. Achso, das war die Tür, die... Ja, okay. Nee, das ist sie nicht. Rakete. Oho. Rakete. Oho. So, jetzt dürfte ich aber... Ist hier noch jemand? Jemand anderes? Wie, da kommt jetzt jemand an die Rand. Der sieht rastig aus. Gut. Um Decke sind auf jeden Fall noch welche. Jetzt sollten eigentlich, wollte ich gerade sagen, da noch ein paar Zombies sein. Und da liegt auch noch einer. Ob ich jetzt schaffe? Nachdem ich nachgeladen habe. So, warte mal. Ich mach mal kurz so. Dann mache ich so und dann in die Kopf. Das hat funktioniert. Ist aber nicht die einzige. Wo? Ich hab da eben einen Zombie gehört. Ich werde nochmal versuchen. Und diesmal mit Versuch. Auch schaffen. Seht ihr? Es hat funktioniert. Und es regnet noch keine Zombies. Noch nicht. Gut. Deswegen. Die habe ich gar nie gesehen. Ich sage, Türrahmen. Bester Freund. Was ist denn da los?
Hey, wo kommst du her? Netter Dude. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ah, da. Kannst du mal sein lassen? Jetzt sind wir aber schon wieder oben. Ich wollte aber nach unten. Das geht nämlich noch weiter nach unten, glaube ich. Moment mal. Da kam was. Also erschien. So, ich wollte eigentlich jetzt erstmal was trinken. Seid doch, das war noch nicht alles. Moin, Jens. Hier bin ich. Hallo? Kommen die denn her? Ins Knie. Ins Gesicht. Ich gehe mal kurz raus. Zu wenig Platz auf schmalen Raum. Das wäre ja nur ein Grüner. Es ist ein Grüner. Es war ein Grüner. Nicht falsch verstehen. So, gut, wir müssen irgendwie hier runter. Da sieht er. Das ist aber nicht der Originalweg. Ist aber der kürzeste. Jetzt geht noch weiter runter. Ja. Dumme Idee. Hier waren wir noch ja nicht. Das kriegt keiner mit. Hat keiner mitgekriegt. Alle taub. Hab ich ein Schwein. Aber jetzt nicht mehr, wa? Gut, ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay. Super Zeug. Hat sich gelohnt. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich nehme das, was ich kriege. Gut, ich wollte sie anlocken. Habe ich jetzt wahrscheinlich auch getan. Und ich werde sie von hier. In Schach halten. Oh, Alter, das sind aber viele Grüne. Aber alles kein Problem. Wo will denn der hin? Sie hin. Hallo? Kommen Sie mal bitte, will er da raus? Ins Gesicht. Moin jetzt. Nachzügler. Wir haben eine Schreithose. Und sie wird mich finden. Und das Würze. Aber so was von. Und dabei bin ich doch so leise. Gut, okay. Honig ist da. Ist mir aber Wumpe. Nimm ich hoch. Da ist ein Riesenloch. Was da wohl drinne ist. Spiel, Spannung und Überraschung. Echt jetzt? Echt jetzt? Er hätte tot sein müssen. Gut. Er hat keine Lust mehr. Moin. Ah,
gesagt, du bringst mir meine Pfeile wieder. Das ist aber nett. Nicht abgesichert, aber erstmal looten. Gut. Psst. Gut, hier kommen wir wieder raus. Das ist der Weg. Den kennen wir schon. Aber für was ist diese Tür? Für große Kackerdrecke Mist. Das ist bloß ein Ausgang. Halt! Nicht so schnell. Ich war darauf noch nicht vorbereitet. So, das ist wieder ein Ausgang. Gut. Ich hab jetzt sonst was gedacht. Das hört sich nah an. Sehr, sehr nah. Das ist immer noch ein Kruzifix. Und da sind noch mehr Zombies. Spiel, Spaß und Schokolade. Kumse. Oh, das sind aber Fälle. Moment. Moment, Zombie. Nicht so. Ich kann auch so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. es wird Zeit, ein wenig Tabletto zu nehmen. Ob ich mich jetzt verraten habe? Die wird gleich auftauchen, wa? Oh, da. Geschenke. Oho. Scheiß Geschenke. Oho. Das hört sich ziemlich nah an. Jetzt nicht mehr. Ist die doof. Das ist aber nett. Ich helfe denen mal. So, den Rest schaffen sie alleine. Irgendwann. Ich lad mal nach. Falscher Zeitpunkt nachladen. Ich weiß. Ganz dumm. Aber ich überlebe. Hoffe ich. Alle Frage der Munition und der Technik. Das kannst du mir ausdenken. Oh. 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 Naja. Aber hier ist noch was. Es ist besser als nichts. Oder besser als sonst. So, von da kommen wir. Und nach da gehen wir. Es immer noch duscht. Wie eine Zicke ist der. Gut, was essen hilft ja auch. Gut, dann kann er sich noch ein bisschen hochheilen. Sag mal, hab ich er? Nee, hab ich nicht. Die Bandagen, die anderen, hab ich ja zu Hause gelassen. Ich hält. So.
Gut, hier waren wir schon. Gut, wir sind eben im Kreis gelaufen. Das heißt aber, wir haben wirklich alle hier durch. Kross. Schön. Schön, schön. So, ab jetzt da raus. Dann gehen wir nochmal nebenan kicken. So, was haben wir denn jetzt an Munition gekriegt in die 25 Minuten? 100? Ja, okay. Ich sag mal so, das ist Munition, die wir nicht herstellen brauchen. Und das ist auch schon mal was. Jo. Darauf gönne ich mir da erstmal einen Kuchen. So. Ich würde mal sagen, wir werden in der nächsten Folge nochmal da drüben reingehen. Und dann, ja, was machen wir denn? Dann können wir trotzdem nochmal da versuchen in der Waffenfabrik. Sag mal, bis zum 111. Tag machen wir. Dann haben wir den 112. noch quasi, um den Rest fertig zu machen. Ich glaube, das ist ja noch besser. Ja, so werden wir machen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.